Mit dem 8. Sieg im 8. Spiel ist Rekordkampion Russland ins Halbfinale der Eishockey-WM in der Slowakei gestürmt. Vize-Weltmeister Schweiz scheiterte auf dramatische Weise an Kanada. Bildergalerie Eishockey-WM. Die Stars mit 3 Seitel, Ovechkin, Kane 11 Bilder. Die Eidgenossen unterlagen dem 26-maligen Titelträger aus dem Eishockey-Mutterland mit 2:3, 1:0, 1:1, 0:1, 0:1 nach Verlängerung. Bis zur allerletzten Sekunde der regulären Spielzeit hatten sie mit 2:1 geführt. Die rote Maschine ließ sich beim 4:3, 2:0, 0:1, 2:2 auch nicht von den US-Stars um den dreimaligen Stanley Cup-Sieger Patrick Kane stoppen. Spielplan der Eishockey-WM. Meistgelesene Artikel: Sahin feiert Aufstieg als Tränger Fußball, Bundesliga-Kampf Ansage nach VIP-Dem für Eishockey-WM 2019 live bei Sport 1. Tschechien zerstört deutschen Traum Fußball, Bundesliga, was bedeutet Hoeneß, Sané Ansage. Fußball, DFB-Pokal Bayern ohne 2 Stars nach Berlin. Last Second Tour schockt die Schweiz. Vor 6.257 Zuschauern in Kosice führte die Schweiz, die vor einem Jahr in Kopenhagen im Halbfinale Kanada mit 3:2 geschlagen hatte, durch einen Treffer von Sven Andre Ghetto mit 1:0, 19. ehe Mark Stone ausglich, 26. 3 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels traf Nico Hillier zum 2:1 für die Eidgenossen, 40. 14. Sekunden vor der Schlusssirene erzwang Damon Severson die Verlängerung, 60. Für die Entscheidung sorgte Stone mit seinem 7. WM-Tor, 66. Das ist die bitterste Niederlage, die ich je erlebt habe. Es kommt mir irgendwie vor wie bei der versteckten Kamera, sagte Schweiz-Kapitän Rafael Diaz nach dem Spiel gegenüber SRF. Am Schluss so den Ausgleich zu kassieren, ist extrem bitter. Wie viel waren es genau? 0,4 Sekunden. Was willst du da machen? Da geht es um Hundertstel Sekunden. Aber ich glaube, wir können trotzdem sehr stolz sein darauf, was wir hier geleistet haben. USA macht Spiel im Schlussdrittel wieder spannend. Die Russen, die mit der Maximalpunktzahl von 21 Zählern und 36:7 Toren durch die Vorrunde marschiert waren, gingen vor 9.085 Zuschauern in der Andrej Nepela Arena in Bratislava schon nach 67 Sekunden durch das 4. Turnierter von Nikita Gusev in Führung. Noch vor der ersten Drittelsirene erhöhte Mikhail Sergachev auf 2:0, 16. Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Bradis Kiel machte das Spiel mit dem Anschlusstreffer wieder spannend. 23. Die Amerikaner gaben sich nicht geschlagen. Nach Kirill Kaprizovs 3:1, 42. verkürzte Noah Hanifin, 46. nach Mikhail Grigorenkos 4:2, 48. Alex Debrinket, 58. Doch es reichte nicht, um den Top-Favoriten, um den NHL-Superstar Alexander Ovechkin zu stoppen. Let's block it's white.